Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen, wunderschönen Video. Ihr seht jetzt erstmal ganz kurz ein paar wunderschöne Greenscreen-Clips, meine Freunde, unter denen ich mir nichts Besseres vorstellen kann als eure kreative Arbeit. Wertvoller kreativer Content, der von der Community geschaffen wird und von mir einfach nur reagiert wird, damit ich ein paar Klicks machen kann. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, meine Freunde, wenn ihr wieder hingeht unter Hashtag GreenRevi auf Twitter postet. Markiert Thomas und mich unter euren Arbeiten. Den originalen Links zu allen Dateien findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt gibt es hier einen ganz kurzen Auszug für euch. Ey, Pippi! Hast du vielleicht Lust, dich mal mit mir zu treffen? Ich bin ein LKW-Fahrer, bitte bindet mich auch in die Situation mit ein. Oh, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich ihn nicht hinmachen darf. Hier steht ja kein Schild. Ah, junges Fräulein, ich bin der Klempner. Ich bin hier, um meine Uhr zu verlegen. Hier ist der Schaden. Klar, da kümmere ich mich drum. Elektrischer Schlag. Vorsichtig auf dem Gerüst, dass man hier nicht runterfällt. Werner, du musst hier noch die Sicherung anbringen. Ihr habt's gesehen, meine Freunde. Das war's auf jeden Fall, dieser wunderschönen Auszug von meinen Greenscreen-Memes. Ich freue mich da auf jeden Fall wieder, was ihr daraus macht. Jetzt ist wieder eine Zeit für ein paar freshe Revi-Memes, meine Freunde. Ich habe mir auch hier meine freshe Revi-Memes-Brille angezogen. Die ist so unglaublich fresh, dass ich tatsächlich überlege, damit auf die Straße zu gehen und mich von einem Auto überfahren zu lassen. Thomas ist mal wieder ins Internet gezogen und hat tatsächlich diesmal 4 Bonus-Memes rausgesucht. Thomas, wir haben zwar sehr viel Content von PewDiePie inspiriert und nicht übernommen, trotzdem würde ich dich bitten, nicht 1:1 seinen Kanal zu kopieren, weil irgendwann ist es dann auch wirklich zu dreist und irgendwann reicht's dann auch. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns einfach mal an, was ihr da schon wieder verwurschtelt hat und ob mich das heute irgendwie noch glücklich stimmen kann oder ob es mit meinem Leben das heute komplett gewesen ist. Ich stand gerade 2 Stunden im Sau. Das juckt doch keinen, ich hab Reden verlernt. Fangen wir einfach an, Scheiß drauf. Das erste Bild, ich werde immer hinter dir stehen, Revi25 Stalker. Ja, absolut funny, lustig. Ich muss da schon wieder sagen, da gibt's auf jeden Fall 2. Es waren 3 Klatscher für euch, Leute. Ist absolut. Absolut nice. Aua, mein Kopf. Mein Kollege fragte mich, ob ich für ihn arbeiten kann, weil er was mit seiner Freundin unternehmen will. Fand ich echt voll süß. Ich habe Nein gesagt. Revis Lizard, da auf jeden Fall lustig. Ganz kurz, erstmal Nummer 1. Ich glaube, der Großteil meiner Community ist Single. Nummer 2, der Großteil meiner Community ist arbeitslos. Deshalb trifft dieses Meme, das glaube ich, an der Stelle gar nicht zu. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendeiner aus der Community hier relaten kann. Ich an der Stelle nicht, weil ich bin zwar in einer Beziehung, habe aber trotzdem keine richtige Arbeit. Ich sitze den ganzen Tag nur rum und gucke mir dumme Bilder an und frage mich eigentlich, wann ich irgendwann mal was Seriöses aus meinem Leben mache. Meine Freundin ist sauer. Sie hat mir einen Adventskalender gebastelt. In jedem Türchen ist ein Taschentuch. Ja. Toll, da habe ich auch direkt die richtigen Props vorbereitet. Grüße gehen raus an Sturmwaffe, der mir diesen Adventskalender und diesen Stapel Taschentücher geschenkt hat. Als hätte ich es vorausgesehen, meine Freunde. Absolut witzig, wirklich. Lustig. Muss ich einfach sagen, ist funny, ist Humor. Ich lach. Wie heißt du? Daisy. Was ist Daisy? Daisy Rowling. Was ist das denn? Daisy Rowling. Ja, Leute, keine Ahnung. Das ist ungefähr so der Moment, wenn man gerade einen ziehen lassen hat und man selber gerochen hat, wie ekelhaft man ist. Ich glaube, das passt da deutlich eher. Aber ja, ich musste schmunzeln. Da gibt es auf jeden Fall 2 von 5 gute Nudelsterne für. Wenn ich 10 cm größer wäre, könnte ich länger im Bett liegen. Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, weil man ist ja nur länger im Bett. Also, ja, man ist länger selber im... Oh, ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Stell meine Gedankenkontrollbrille. Oh, schon viel besser. Was soll das denn, Alter? Mittendrin einfach so ein Bild von mir, damit ich auch was zu lachen habe aus meinem Leben. Ja, absolut Killer, kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da hat es gar nicht so viel Photoshop gebraucht. Das ist dann ungefähr mein Kopf am Ende des Tages, nachdem ich 2 Stunden Minecraft gespielt habe, ein bisschen Fortnite gespielt habe, ein bisschen mit Alphastein mich unterhalten habe, vielleicht noch das eine oder andere Gespräch mit Thomas führen müsste. Dann deformiert sich mein Körper absolut genau dahin, weil mein Stresslevel einfach komplett in meinem Kopf anschwillt und ich irgendwann keine Lust mehr habe. Lustiges Bild. Toll, muss ich lachen. War ich letzte Nacht wirklich so betrunken? Du hast meinen Duschkopf genommen und sagtest, er soll aufhören zu weinen. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Das habe ich mich auch gefragt. Was? Ernsthaft? Das habe ich mich auch gefragt. Hä? Hä? Nächstes Bild. Darf man über Nivea Witze machen? Klar, warum nicht? Fühlen Sie sich da nicht diskriminiert? Aua, Mann! Au, 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 diskriminiert, Alter. Da hätte ich jetzt irgendeinen Witz mit Krematorium oder sowas erwartet, aber doch nicht diskriminiert, Alter. Ja, das Nivea ist hier auf jeden Fall unter alles der Schublade, meine Freunde. Papi, da ist der Mann vor unserer Haustür. Er sagt, er sammelt fürs Altersheim. Oh, das ist super. Gib ihm Oma mit.
Weiß jetzt nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube, der Mann sammelt tatsächlich Geld und keine alten Leute. Kann man ja mal versuchen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, leicht demente Mitarbeiter, zum Beispiel den Herrn Thomas, mitzugeben, der gerne mal vergisst, Musik zu unterlegen, ein paar Schnitte vergisst oder einfach ein Video unter dem Titel Fortnite 3 hochlädt, ohne Thumbnail. Kann man auf jeden Fall machen. Vielleicht gibt es ja da auch die Möglichkeit, für ihn irgendwann mal eine Demenztherapie zu bekommen. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil sie Angst vorm Kater... Ich kann heulen. Ich kann wirklich heulen, Leute. Nee. Das ist doch nicht mehr witzig. Das ist einfach... Kennt ihr diese Witze, die wirklich so schlecht sind, dass sie einfach wehtun? Die tun einfach... Die gehen hier rein. Die gehen von hier und ziehen bis ins Herz. Und dann merkt man diesen Schmerz. Als hätte gerade die liebste Person der Welt mit dir Schluss gemacht. Und als würdest du gerade, keine Ahnung, sehen, wie dein komplettes Haus runterbrennt. Oder weiß ich was Trauriges. So fühlt es sich an bei so einem Witz. Es tut einfach weh und es sticht in der Brust. Hört auf, bitte, Mann. Wie kastriert man einen Kühlschrank? Kühlschrank, Tür auf, Eier raus, Tür zu. Ja, und was ist, wenn ich Veganer bin und keine Eier im Kühlschrank habe? Und warum sollte man überhaupt einen Kühlschrank fangen? Leute, bitte. Das muss doch nicht sein. Weißt du, was ich nicht verstehe? Arabisch? Nein, ich. Du kannst Arabisch? Nein. Wieso hast du mich dann angelogen? Okay. Könnte tatsächlich eine Unterhaltung von Paluten und mir an der Stelle sein, Paluten Crush. Viele Leute wissen es nicht. Paluten und ich haben uns damals in der Chaos-WG ausschließlich auf Thailändisch unterhalten. Das Problem ist, dass wir dann beide beim Auszug die Treppe runtergefallen sind und leider alles verlernt haben. Traurige Geschichte, so ist es leider, man muss damit leben, ne? Die Polizei sucht jemanden, der Fahrräder am Bahnhof klaut. Direkt Bewerbung geschrieben, an dem Job ist immer gut. Okay, da musste ich schmunzeln. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich als Fahrraddieb so geeignet wäre, weil ganz ehrlich, ich krieg's nicht mal hin, mein eigenes Fahrradschloss zu öffnen mit dem passenden Schlüssel. Ganz ehrlich, ich brauche ungefähr 2 Minuten, bis ich mein Fahrrad abgeschlossen habe. Und jeder denkt dann immer, dass ich das Ding klaue. Ich bin sogar letztens darauf angesprochen worden, was ich denn an dem Fahrrad machen würde. Ich habe gesagt, ich krieg mein eigenes Schloss nicht auf und die Frau hat mich ausgelacht. Arzt, husten Sie einmal. Ich, Arzt, ich glaube, Sie haben Husten. Ja, das ist auf jeden Fall ein klasse Arzt an der Stelle, kann man nicht anders sagen. Das sind auch genau die Ärzte, die man braucht in seinem Leben. Das ist doch auf jeden Fall eine ganz tolle Diagnose und da kann man sich definitiv fragen, was soll dieses Format eigentlich? Mein Hund jagt immer Leute auf dem Fahrrad, dann halt ihn noch an der Leine. Ich glaube, ich nehme ihm erstmal das Fahrrad weg. Das Problem ist, manchmal tut's weh und manchmal ist es lustig. Man kann es nicht genau sagen. Es ist mal so, mal so. Ja, ich kenne das, Leute. Ein fahrradfahrender Hund. Mein Hund ist ja zum Glück anders. Der fährt ja zum Glück nur ein Rad, meine Freunde. Und heißt Thomas. Welche Verwandte applaudiert die ganze Zeit die Klatschtante? Wie nennt man eine iPhone-Hülle noch Apfeltasche? Nee, nennt man es nicht. Nennt man nicht. Man nennt eine iPhone-Hülle nicht noch Apfeltasche. Und wäre es vielleicht nicht angebracht, 2 miteinander passende Bilder zu verwenden? Hier habe ich was ganz anderes an als hier. Das ist doch das Blödestes. Nee, mag ich nicht. Wenn ihr die Wahl hättet zwischen einem gesunden Salat und einem Eis, würdet ihr Vanille oder Schokolade nehmen? Würdet ihr Vanille oder Schokolade nehmen? Das ist unten ungefähr mein Gesichtsausdruck. Mir fällt, by the way, auf, dass sämtliche Memes hier von 3 Leuten erstellt worden sind. A, Möglichkeit, ihr seht es hier unten, wer wird Millionär eingeblendet, meine Freunde. Thomas, wenn du das nicht rein editierst, das bringe ich dich um. Antwortmöglichkeit A, Thomas hat nur auf 3 Kanäle geguckt, weil er zu faul war, mehr rauszusuchen. Antwortmöglichkeit B, meine Community hat endlich aufgehört, Revi-Memes zu machen. Antwortmöglichkeit C, Thomas hat nur auf 3 Kanäle geguckt. Und Antwortmöglichkeit D, Instagram wurde über Nacht gelöscht. Ich habe keine Ahnung, mein Gott. Die richtige Antwort wird jetzt hier eingeblendet. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Keine Ahnung, was du jetzt daraus gemacht hast, Thomas. Da wird schon irgendwas... Nix Bild. Ich kann das nicht mal lesen, Alter. Was sagen Sie dazu, dass Ihr Sohn 14 Leichen zerstückelt und Müll gesteckt hat und in Kisten gelagert hat? Der war schon als Kind ordentlich. Ja, wäre lustig gewesen, wenn ich es dann hätte lesen können, ohne die Augen zusammen zu kneifen wie so eine Missgestalt. Ja, 14 Leichen zerstückelt und in Kisten gelagert. Ja, muss man auch... Klar, Ordnung ist das halbe Leben, sage ich auch immer. Ja, und damit sind wir zum Glück am Ende. Die 4 Bonus-Memes haben sich auf jeden Fall gelohnt, Thomas. Ich bin damit über 10 Minuten gekommen. Danke dafür auf jeden Fall an der Stelle. Meine lieben Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Leben, das ist... absolut lebenswert, dank euch. Nein, erstmal Spaß beiseite. Ich freue mich wirklich sehr darüber, wenn ihr immer wieder diese Memes macht. Bitte nehmt das hier nicht zu ernst. Manchmal gibt es einfach Momente, wo ich ein wenig gestresst bin, schlechte Laune eventuell habe und dann das eine oder andere Meme vielleicht bei mir nicht so sehr zündet, wie es bei euch zündet. Das ist aber vollkommen okay, weil die Wahrnehmung von Memes ist immer subjektiv, meine Freunde. Und jeder kann ein Meme so fühlen, wie er es dann auch fühlt. In diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht gerne weiter Revi-Memes, erstellt die Greenscreen-Memes, schaut meine gottverdammten Livestreams und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich bin raus, euer bester YouTuber Revenzeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Tschüss.